Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ihr seht ja heute wieder, ich präsentiere euch wirklich nur Premium Stuff. Richtig schöne Sachen wieder bei Pure Union. Final Thunder, Crackling Cone von Leslie. Wir haben hier die Moskau Mania. Dann haben wir Erstschlag von Röder, zweimal die Brutus, wird doppelt gezündet. Geysir haben wir dabei, Rabiator 300, 500. BKS 3 ist das, wird wieder doppelt gezündet. Crackling Beam von Pyroland. ABA Salutrakete, Salutrakete von Funke mit Crackling Aufstieg, eine schöne Knallkette, Centipede, Drecken, Inferno. Dann haben wir hier noch schön Dumbum Black Edition, wieder eine schöne von Teen Titanium Thunder von, oh weiß ich gar nicht, Leslie, nee, Katan ist es. Dann haben wir hier einen Pyroland Böller wieder, dann ein Knallfrosch, nenne ich es mal, Chipula heißen die Dinger. Also das ist ein Knaller mit Knallfrosch und einem Endschlag, natürlich Schwarzpulver, alles ganz legal in F2. Und haben wir hier auch wieder Höllenfeuer von Funke, diesmal dreimal, wird gleichzeitig gezündet, Meteorschlag, Honey Badger, also der Honigdachs heißt das übersetzt, richtig lauter Böller. Und die alten Katan D, wieder Pyroland, zweimal Rauch und die Wrecking Balls XXL. Mit was fangen wir jetzt an? Ich weiß es gar nicht, ich würde sagen, komm, wir lassen es einfach mal scheppern. Final Thunder von Pyro Union. So, jetzt geht's weiter. Mach mal die Funke Höllenfeuer. Dreimal, würde ich sagen. Vulkan. Alter, das muss ich echt mal sagen, ey. Das Schrumms. Das riecht Schrumms. Wie geht das denn überhaupt? Was? Ach, der ist der von eben? Ja, der ist explodiert, aber nur die Hälfte. Wie geht denn das? So, Freunde, weiter geht's. Und zwar würde ich sagen, Knallfeuerwerk. Hier so ein Chipula. Nee, Chipula machen wir jetzt mal hier. Stopfen wir mal jetzt hier so rein. So, jetzt geht's weiter mit einer schönen Knallkette, Dragon Inferno, oder ich glaube das Ding heißt Centipede oder sowas, Tausendfüßler. So, weiter geht's. Und zwar machen wir jetzt mal die Wrecking Ball XXL. Alter Schwede, die sind richtig gut. Das sind mit einer der ersten Crackling-Bälle, die es so auf dem deutschen Markt gab. Weiter geht's. Weil wir gerade beim Crackling waren, würde ich sagen, Pyroland Crackling Beam als echter Klassiker. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen schönen Vulkan.
Cone of Crackling von Leslie. Geysir Kaliber C, aber gleich mal drei Stück. Eben schlimmer. So, jetzt machen wir mal weiter mit Füller. Und zwar haben wir hier noch die Super 2 von Fire Event. Die waren schon richtig schmackhaft, richtig derbe, muss ich sagen. Deswegen zwei Stück jetzt. Es geht weiter mit Böller, und zwar haben wir jetzt hier Pyroland in so ein Flinder. Jetzt geht's weiter mit Nico Kometenschlag. So, jetzt einen Honey Badger. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Titanium Thunder Fontäne, einen Thunder Cracker D in Alpen, in Katan D, ein Dumb Boom Black Edition und Meteorschlag. So, jetzt haben wir hier noch eine Titanium Thunder Fontäne und Rauch haben wir jetzt hier noch. Ja, und dann zieht es da aber langsam. Ja, langsam okay. Ziehen. So, jetzt nähert sich die Tour fast dem Ende. Jetzt geht's nochmal richtig ab. Salut, zweimal BKS 3. So, jetzt machen wir wieder ein paar Raketen. Funke Salut-Rakete und zwei ABA. So, jetzt eine schöne Funke-Salut-Rakete und dann zweimal ABA.
jetzt noch zweimal ABA. So, jetzt haben wir hier noch zwei Knallketten. Einmal die Rabiator 300 und die Rabiator 500. Ich würde sagen, die machen wir jetzt mal zusammen. Rabiator 300 und Rabiator 500. Jetzt haben wir noch zweimal die Brutus Salutbatterie, einmal den Erstschlag, einmal Moskau Mania, habe ich ganz vergessen, die Launchers habe ich hier noch und die Hammer Salut Single Shots. Jetzt Hammer Salut Single Shot. Dreimal Hammer Salut Single Shot. Nicht gezündet. Und jetzt zum Schluss noch die Launchers und dann noch Moskau Mania, ersten Schlag und zwei Brutus. Also das war der Röder Erstschlag. Habe jetzt leider vergessen auf Aufnahme zu drücken. Deswegen jetzt quasi die Vorstellung und mega Kaufempfehlung. Wirklich echt geil. So, Moskau Mania, die machen wir gleich. Jetzt machen wir noch zweimal Brutus, je doppelt. So, jetzt zweimal die Brutus und zwar wird die je doppelt gezündet. Läuft also alles beides doppelt so schnell. Brutus-Batterie, das ist eine richtige Kaufempfehlung. Vor allem doppelt geschossen und zweifach. Einfach der Wahnsinn. Und jetzt die Moskau Mania. So, und jetzt die Moskau Mania von Leslie. Ja, Leute, also Moskau Mania, richtig schöne Batterie, kann man auch schön in der Dämmerung zünden, ihr habt sie gesehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ach, das war mal wieder ein richtig feiner Teil. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.